Ja, moin, liebe Freunde. Dass ihr hier seid. Ich glaube nicht, dass ich das hier alleine tun könnte. Oh. Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Elder Scrolls 5 Dawnguard Special Edition. Wir fahren fort im Seelengrab. Ja, wir sind immer noch hier. Und ja, wir werden uns auch noch ein bisschen hier aufhalten. Denn wir sind immer noch nicht durch hier. Wir haben Avaks Schädel im letzten Part geborgen. Gefunden und geborgen. Ne, muss man ja dazu sagen. Nicht wahr? So. Zwergenpfeiler hat er. Hm. Schön, dass du gleich zweimal schreist. Finde ich gut. Hey. Stirb, Schweinehund. Sag ich doch. Und du auch. Und tschüss. Was haben wir denn hier? Ach, noch ein Buch. Das haben wir aber schon. Deswegen nehme ich es nicht nochmal mit. Das lasse ich diesmal liegen. Na, Seelenstein? Nein. Kein vollkommener Meister am Ende. Ah, ein Portal. Wir hätten uns also nach ganz oben porten können. Ja, da springe ich bestimmt nicht runter. Das wäre nämlich tödlich. Denke ich jedenfalls, dass es tödlich wäre für uns. Na, es tut zumindest weh. Ach, sieh an, für die ist es ein Lagerfeuer. Der wärmt sich daran. Zwei Orks. Verstehe. Schreiten wir mal weiter voran, meine Damen und Herren. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Ein weiteres Buch. Und Hubs Werk, Seite 7. Damit haben wir das sechste Teil und wir können die Nebelmänner beschwören. Von jetzt an. Von genau jetzt an. Oh weia. Langsam sollte ich mal ein bisschen was... Ich kann es kaum glauben, dass er immer noch am Leben ist. Ich wusste doch, dass irgendwas noch kommt hier. Ihr werdet mir dienen oder sterben. Alter, was ist denn hier los? Hier ist ja richtig was los. Ich wollte gerade sagen, das Lebensenergie entziehen bringt nicht viel, glaube ich, gegen die. Hallo. Oh weh, direkt vor uns ist der letzte Torwächter. Aua. Zornmänner kommen also auch noch. Salze der Leere. Was haben wir hier? Nein, den Zweihänder wollte ich gar nicht. Achso, den Drachenpriester-Dolch könnt ihr übrigens wieder haben. Den brauchen wir nicht. Da ist er. Beschwörung 84. Alter, jetzt geht die Beschwörung aber richtig ab, wa? Mein lieber Mann. Also ich merke schon, der Dremora-Fürst, der bringt richtig gute Punkte zum Skill. Heidewitzka. Nicht so viel wie die Atronaken, sondern wesentlich mehr sogar noch. Also der bringt mehr als die Atronaken. Hätte ich nicht gedacht, dass es da einen Unterschied gibt. Ehrlich gesagt. Aber, wie man sieht, es gibt einen. Da ist ein Seelenstein. Beziehungsweise wahrscheinlich eine Verbindung zu einem vollkommenen Meister. Da kommen wir nicht rein. Ja, und er fängt gleich an uns zu saugen, wollte ich sagen. Ich bin's nicht. Ja, der entzieht nämlich auch unseren Dremora langsam die Seele. Es ist nur kein Sterblicher. Schön im Boden drin. Auch gut. Ja, gibt's halt nichts. Auch okay.
Leben und rechten Dienst. Dätraherz, Granatstein, kleiner Seenstein, makelloser, konnte ich nicht so schnell lesen. Schnitterstein-Fragment, sehr gut. Keine Seite? Keine Seite. Schade. Okay, weg hier. Bevor der Seelenstein uns wirklich noch die Seele extrahiert. Das müssen wir nicht haben. Ja, ich sag hier komplizierte Wörter, Freunde, ja. Sehr schön, wir haben zwei Bücher gefunden von, ich glaube, drei. Ich glaube, es gibt insgesamt drei Bücher. Also wir kommen echt gut voran. Und vor allen Dingen, wir sind jetzt kurz davor, den letzten Torwächter zu erwischen. Das kommt ja auch noch dazu, das dürfen wir auch nicht vergessen. So, er ist nämlich genau da vorne. Der wird wahrscheinlich gleich aufstehen. Eieieiei. Ist der in dem Sarkophag da drin oder in der Kiste da? Ach, wir müssen uns zu ihm hinporten. Ah, verstehe. I see, I see. Interessant. Auch nicht schlecht. Ja, dann posten wir uns doch mal hin, wa? Ja, hallöchen, Popöchen! Was geht denn so? Du gleich nicht mehr. Und die Veränderung geht auch nochmal hoch. Wo ist er denn? Sehe ihn nicht. Er scheint auf jeden Fall im Kampf zu sein mit Serana. Da ist er. Oh, der hat Pfeil im Bogen. Aua. Ui, das tut mächtig weh. Autsch. Komisch, bei dem Dremora gerät er ins Wanken. Bei uns nicht. Das war's. Ja, an seine Überreste kommen wir leider nicht ran. Was soll's. Ah, und wir sind wieder unten. Sehr schön. Die haben wir aus dem Weg geräumt. Ich glaube, die Blitze werden mehr. Kann das sein? Soll das heißen, dass sie nicht amused sind? Könnte es bedeuten, dass die vollkommenen Meister not amused darüber sind, dass wir ihre Wächter weggehauen haben. Aber der Drache hat bislang noch nicht reagiert. Hm, der kommt bestimmt auch noch. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Da mache ich mir nun wirklich keine Sorgen. Wenn das Spiel noch irgendeine Schweinerei für uns parat hält, dann wird die früher oder später noch kommen. Waren wir hier schon mal? Ich weiß nicht, waren wir hier schon mal? Hab keine Ahnung. Alles sieht hier wirklich gleich aus. Überall sind Ruinen. Das ist echt ein bisschen verwirrend. Also selbst für mich, dessen Orientierungssinn jetzt nicht unbedingt so scheiße ist. Für mich ist das jetzt ziemlich verwirrend. Ich will aber auch nicht sagen, dass ich das Allerbeste habe. Ne? Also nein und nein, wir waren hier noch nicht. Sonst wären die nämlich abgeerntet gewesen. Ich glaube, ich muss echt bald mal ein paar Gegenstände ablegen. Sonst sind wir recht bald ziemlich voll. Auch wenn ich noch Serana mit habe, die als Trägerin noch herhalten kann. Aber ich glaube, so viel kann sie gar nicht schleppen. Vor allem die Musik, falls man das so nennen kann, die Hintergrundgeräusche. Weder hungrig noch müde und spüre nichts mehr außer dem. Ja. Einsamkeit. Willkommen in der Stadt Einsamkeit. Was?
Willkommen in der Stadt Einsamkeit. Ich hätte gerade gedacht, da wäre eine Seite gewesen. Nein, das war nur reines Wunschdenken. Genau, da haben wir, glaube ich, einen von denen schon ausgeschaltet. Und jetzt kommen noch ein paar Knochenmänner. Übrigens, wenn die Zweihandfähigkeit auf 100 ist, werde ich die auch zurücksetzen, ganz klar. So. Boah, der hat einen Elfenbogen dabei. Mitnehmen. Auf jeden Fall. Wo wird gekämpft? Da hinten. Nebelmann. Und tschüss. So sieht's aus. Ist hier noch irgendwas Spezielles? Nö. Auf jeden Fall interessant, dass dann einfach mal noch Gegner aufgetaucht sind. Wo wir den Torwächter da eigentlich schon beseitigt hatten. Falls er da überhaupt war, das weiß ich jetzt nämlich gar nicht. Weitere Seelenstein. Weitere Seelenfragmente. Seelenhöhlen? Mein Gott. Ich komme schon ganz durcheinander hier. Der Ort verwirrt mich. Man merkt es vielleicht. Man ist noch verwirrter als sonst. Ich könnte Avak rufen. Das Problem wäre nur halt, wenn wir Avak rufen, haben wir keinen Schutz im Kampf. Das ist halt das Problem. Wir können nicht hoch zu Ross kämpfen. Deswegen habe ich ja auch im Grundspiel kein Pferd benutzt. Ah, hier ist der Händler. Hier sind wir wieder. Okay. Ja, an den Händler erinnere ich mich noch. Vielleicht hat er noch ein schönes Zauberbuch vor uns. Habt ihr ein paar Seelenhüllen mitgebracht? Nun, ich weiß es nicht. Ich war so beschäftigt. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Zauberbuch. Ich befürchte fast, dass es dasselbe ist. Na klar. Belästigt mich ruhig weiter. Na klar. So schon mal erst recht. Natürlich. Was braucht ihr? Klar, hier. Ich kann kein Wort davon lesen. Vielleicht könnt ihr etwas damit anstellen. Toll. Ich hätte was Interessantes gerne. Ich war so klar, hier. Ich kann kein Wort davon lesen. Laden. Das ist Kacke. Oh. Wir hätten gerade den. Sollte jetzt verschwunden sein. Kehren wir um. Es könnte sein, dass sie verschwunden ist. Ja. Oh. Habe ich nicht gesehen. Aber hier ist auch nichts. Was? Ich würde mal sagen, das war eine Finte. Nee, das war keine Finte. Das ist tatsächlich. Aua, das ist tatsächlich eine Truhe. Gewöhnlich. Wow. Wow. Bloß nicht zu viel. Bloß nicht zu viel. Okay, das können wir nicht aktivieren. Sonst kann ich ja damit gar nicht umgehen. Können wir hier reingehen? Ja, können wir. Es bringt nur nichts. Da kamen wir ursprünglich her. Stimmt, wir könnten ja auch umkehren rein theoretisch. Und dann nochmal zurückkehren. Könnten wir auch. Alternativ. Hier ist etwas Feindliches unterwegs. Da drin. Nein, ich werde den Zauber nicht benutzen, denn ich glaube, wir werden magische Kraft brauchen, damit wir das Portal öffnen können, beziehungsweise das Tor. Na.
da. Das ist schön. Vielleicht hättest du auch die Güte, es anzuwenden. Das wäre ganz nett. Damit ist immer noch nicht offen. Aber ich habe die doch geöffnet. Hm? Jetzt ist das Tor offen. Ui. Der hat aber einiges drauf hier. Das war übrigens eine normale Ebenerzwaffe. Nicht das Schwert der dunklen Ordnung. Mist. Serana, ich muss dir mal was geben. Wir von hier verschwinden können, umso besser. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Ja, meine ich. Ebenerzbogen, Schwert, Zweihänder, kannst du wahrscheinlich nicht viel mit anfangen. Nimm mal mir ein paar Sachen ab, bitte. Ey, die verbraucht sie, glaube ich. Genauso auch das hier. Kleidung. Diadem hat sie nämlich noch gar nicht. Ein Ring. Ich gebe ihr mal ein paar Sachen. So. Auch nur vorübergehend. Wow. Wofür haben wir das jetzt geöffnet? Für einen einzigen Gegner? Wahnsinn. Ich muss zugeben, das ist sehr enttäuschend. Aber hier waren wir noch nicht. Scheint mir jedenfalls nicht so. Deswegen gucken wir mal vorsichtig weiter. Aber auf jeden Fall ist unsere Beschwörung schon mal gut hochgegangen. Das muss man ja wirklich mal anmerken, ne? Jo. Hier ist was, Freunde. Hier ist was. Hier ist was. Feinde sind hier. Knochenmann beschwören. Wir haben das letzte Buch gefunden. Keine Seite von Joop? Verdammt. Keine Seite von Joop. Sagte er und ging drauf, oder wie? Zack. Jawoll. Wir haben das nächste Buch, Freunde. Sehr gut. Knochenmann Bogenschützen sogar, okay. Nicht nur ein Knochenmann, sondern ein Knochenmann-Bogenschützen auch noch. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz wichtig zu erwähnen nochmal. Ah, jetzt scheint die Sonne so fies. Ist natürlich an so einem dunklen Ort wie diesen ziemlich unpraktisch. Was noch unpraktisch ist, dass unser Freund sich gerade verpieselt hat. Verdammt nochmal, ich werde diese Seiten finden. Solange ich die Seiten nicht gefunden habe, geht's auch nicht weiter. So einfach ist das. Ich will die Seiten haben. Und zwar alle. So viel Anspruch habe ich an mich. Ach, hier waren wir schon. Okay. An diesem Ort hier waren wir schon. Aber wir haben den Altar nicht gesehen gehabt. Böse, böse, Lars. Böse, böse. Das geht ja gar nicht. Dass ich sowas übersehe. Ist ja unglaublich. Ja, ist ja gut. Waren wir hier schon mal? Wie gesagt, der Ort ist sehr verwirrend.
Selbst für jemanden, der sich so ein bisschen orientieren kann. Was? Da hier aber Gegner kommen, kann ich, glaube ich, getrost davon ausgehen, dass wir hier noch nicht waren. Der ist schon mal weg vom Fenster. Vielleicht sollte ich auch mal die verzauberte Waffe benutzen. Die hier. Weil wir finden so viele Seelensteine hier. Das ist das reinste Seelenstein-Eldorado hier. Ja, hier waren wir schon. Aber trotzdem kommen hier Feinde. Interessant. Interessant und verwirrend zugleich. Wenn hier plötzlich auch noch Gegner auftauchen. Ist schon fies. Dann verlierst du noch eher die Orientierung. Ja, nach den Seiten habe ich immer lange gesucht, das weiß ich noch. Das hat immer lange gedauert, die zu finden. Hier haben wir noch eine Seelenhülle. Sehr gut. Lass mal so ein bisschen die Atmosphäre auf euch einwirken, die ziemlich bedrückend ist, muss ich ja schon sagen. Ich glaube, ich sollte auch gleich mal entlang des Gebäudes gehen, in dem Serranas Mutter eingesperrt ist. Vielleicht finden wir hier noch die eine oder andere Seite verborgen. Möglich wäre es. Ich finde dieses eine Häuschen nicht mehr wieder. Wo wir rein konnten, wisst ihr? Wo wir auch drinne waren, kurz. Ach, guck mal an. Ein zerstörter Drachenschrein. Und eine Truhe, eine Seite von Joop. Guck an. 7 von 10. Da wollte ich nicht hin. Na, komm schon. Hoch mit dir. So. Diese Nebel dabei, ne? Der erinnert mich so ein bisschen an den Nebel aus Oblivion. Wenn wir in den Höhlen waren, wo sich die Untoten rumtrieben. Ist hier noch irgendwas? Ne, hier ist einfach mal gar nichts. Einfach nur eine trockene Wand. Ne, hier ist nichts weiter. Na gut, na gut. Barriere ist gefallen. Sehr gut. Ihr konntet alle drei Hüter zerstören. Ich bin beeindruckt. Gut, ne? Finde ich auch. Was haben wir denn hier? Unsterbliches Blut, das ist bei Vampiren normal. Körper der Werwölfe und sterbt gleich zweimal. Okay. Ihr konntet alle drei Hüter zerstören. Ich bin beeindruckt. Könnt ihr uns die Schriftrolle jetzt geben? Ja. Bitte folgt mir. Haltet nach Durnevir Ausschau. Die Barriere des Gefängnisses ist gesenkt. Also wird er sicher nach dem Rechten sehen. Mhm. Folge Valerica. Ich kann es kaum glauben, dass meine Mutter noch am Leben ist. Nun, ihr wisst, was ich meine. Am Unleben, ja. Der Friedhof.
In einem Seelengrab ein Friedhof. Geht's nicht noch toter? Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass wir gleich mächtig Ärger am Hals haben. Da ist er. Dornevir. Man sieht den Drachen an, er ist schon länger hier. Stirb, Drache! Wir können ihn nicht untersuchen. Okay. Okay. Er verschwindet nicht auf die übliche Weise. Interessant. Das war also Dornevir. Bitte verzeiht meine Stimme. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal den Tod dieses Drachen erleben würde. Wieso sagt ihr das? In vielen Schriften, die über Dornevir verfasst wurden, wird behauptet, dass er nicht mit normalen Mitteln gezwungen werden kann. Deren Verfasser scheinen sich geirrt zu haben. Es sei denn... Sprecht weiter. Die Seele eines Drachen ist so widerstandsfähig wie seine Schuppenhaut. Es ist möglich, dass euer Todesstoß Dornevirs körperliche Hülle lediglich zerstreut hat, während er sich regeneriert. Wie lange wird das dauern? Minuten? Stunden? Jahre? Ich weiß es nicht. Und ich würde vorschlagen, hier nicht zu verweilen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Dann wollen wir euch mal diese Schriftrolle der Alten besorgen und euch auf den Weg schicken. Folge Valerica. Wo ist denn Serana? Ich finde Serana nicht. Schöne Truhe. Da ist sie. Schriftrolle der Alten. Blut. Coole Truhe. Und hier ist ihr eigentliches Labor. Wir haben jetzt zwei Schriftrollen der Alten und wir wissen genau, wo sich die dritte befindet. Sehr gut. Magie vom Himmel, Auswirkungen der Schriftrollen der Alten, ja. Wo ist Serana schon wieder hin? Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist. Bleibt ihr hier? Ich hatte keine Wahl. Wie ich bereits sagte, ich bin eine Tochter von Kalkhafen. Sollte ich nach Tamriel zurückkehren, würde das Harkons Chancen erhöhen, seine Tyrannei der Sonne zu verwirklichen. Verstehe. Wir kommen zu euch zurück, wenn wir es schaffen. Ich weiß eure Sorge um mein Wohlergehen zu schätzen. Aber für mich zählt nur Serana. Ihr müsst versprechen, sie um jeden Preis zu beschützen. Vergesst nicht, dass Harkon nicht zu trauen ist. Was immer ihr auch verspricht, er wird euch verraten, um zu bekommen, was er will. Und versprecht mir, auf meine Tochter aufzupassen. Sie ist das Einzige, was mir noch etwas bedeutet. Kehre nach Tamriel zurück. Ja, das machen wir auch. Aber noch nicht jetzt. Denn wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen, bevor wir gehen. Wir wollen Hube seine Seiten beschaffen. Drei Seiten fehlen uns noch. Und die werden wir auch noch finden. Und wenn wir hier bis Part 100 hier noch sitzen, die werden wir finden, verflucht nochmal. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann wird das auch durchgezogen.
Deswegen gucke ich mich hier gerade mal um. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht auch auf dem Friedhof etwas gibt. Diesen Ort kannst du nicht warten. Ah. So, so. Schade eigentlich. Ich wollte nämlich eigentlich, dass Serana wieder zu mir kommt, aber irgendwie... dann nicht. Das ist also der Friedhof. Okay. Ich sag ja, Toter kann ein Ort nicht mehr sein. Aber hier ist wirklich gar nichts, ne? Sonst. Hier ist einfach nur die kleine Plattform, wo gekämpft werden kann. Das Labor von Valerica. Und das war's dann. Und Serana ist auch nicht hier. Zurück zum Seelengrab. Oh weia. Da ist er ja. Liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Solange er so ruhig verharrt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Ciao, ciao.